Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Eastshade. Schön, dass ihr wieder mit dabei sein möchtet. Wir sind auf dem Weg nach Nava und auf diesem Weg dorthin haben wir schon zwei wunderbare, interessante und ganz besondere Kumpanen kennengelernt. Den Bojan und den Unur. Und Bojan möchte uns gerne als Freundin haben, als eine gute Freundin. Und wir haben uns dann ein wenig kennengelernt. Er hat mir sehr interessante Fragen gestellt. Er sitzt da vorne auf seinem Blütenboot. Und ich würde jetzt sagen, wir gehen erstmal hier in Annikas, ja, hieß sie Annika? Ich glaube ja, in Annikas Haus. Und schauen uns ein wenig um. Da ist Annika. I saw some birds flying around a few nights ago. They were so graceful. I especially like the ones that do this. Ooh, ooh. What a fun way to talk. Ooh. Wie ein seltener Vogel, okay. Mal gucken, was da gleich so steht. Aber erstmal interviewe ich sie ein bisschen, aber ich kann sie nur nach Nava fragen. Fancy, fancy city folk, but they do buy my pots. Okay. Mehr sagt sie nicht. Bye now. Bye bye. Auch schöner Ausblick hier. Wunderschön. Hier, ich klaue ein bisschen Holz. Sagt doch keiner was, ne, wenn ich das mache. Naja, gut. Ja, mehr ist hier gar nicht. Ja, super. Naja, gut. Ich mache auch die Tür wieder zu. Ich bin ja höflich. Mensch, ich hänge hier immer fest. Ich wollte nochmal nach Bojan. Mal gucken, ob er noch irgendwas sagt. Hello, good friends. Where have you left? Ich habe noch keins. Ich muss es ja erst erlernen. Und von daher muss ich für Unur, damit er uns zeigt, wie man das macht. Wir brauchen ja bestimmte Sachen dafür. Für ihn solchen Strand malen. Ich frage ihn erstmal nach Lindau. Lindau ist okay. It has the ocean. But I don't take my rafting there. I like this river better. Ja, dieser Fluss ist ja auch sehr, sehr schön. Ein sehr schönes Eckchen hast du hier ausgesucht. Mal gucken, was er zu Nava sagt. What's that? Okay, er weiß gar nicht, was Nava ist. Er war da ja noch nie. Stimmt, da hat Unur ja auch erzählt. Stimmt. Architekt von Lindau. I think architects build things. Ja. So kann man sagen, ja. Only took me to it once. I found a crab there and brought it home. It ran away. Er ist so niedlich. Er hat eine Krabbe mitgenommen, aber sie ist weggelaufen. Süß. Alt Lindau? I'm not supposed to take my raft over there, but I do sometimes because lots of frogs live there. Also Bojan ist schon sehr besonders, also positiv gemeint. Und er mag anscheinend sehr gerne Frösche. Ich mag ihn gerne. Ich mag ihn gerne. Ich würde, bevor ich jetzt da weitergehe, mal zurückgehen. Er wollte ja einen Sandstrand haben. Ich weiß nicht, ob das ausreicht, wenn ich zurückgehe. Er mag ja Sandstrände. Und wenn ich da zum Anfang hin zurückgehe, da wo wir gestrandet sind, ist ja theoretisch ein Sandstrand. Ich guck mir das mal an. Und es ist auch schön hier mit den Seerosen, ne? Voll schön. Oh, ich liebe es, am Wasser zu sein. Dieses Wasserplätschern, das ist so entspannt. Richtig toll. Wunderschön. Ich bin gerade ein bisschen leise und sage nichts, weil ich gerade so die Naturgeräusche einfach genieße. Wie komme ich denn zum Strand runter? Orientierung hat mich verlassen. Aber ich glaube, ich bin richtig.
Ja, ich glaube, es geht hier lang. Da ist der Turm. Meinst du die Vögel? Kann das sein, weil die jetzt so in der Luft hängen? Ja, ist in Ordnung. Ach da, da habe ich das gemalt. Okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt ist, was sie haben wollte. Ich glaube ja. Weil die hängen jetzt auch so komisch da in der Luft. Und das sind ja die Geräusche, die sie auch gemacht hat. Von daher passt das ja. Ich gehe mal eben hier gucken, ob das ein Sandstrand ist. Ich bin der Meinung... Ja, oder? Ist nur die Frage, ob das für ihn so zählt. Oh, hier, guck mal, hier ist auch eine Kiste, aber ich glaube, da komm ich gar nicht ran. Kann ich... Nee, hier kann ich gar nicht rüber. Schade. Guck mal, so vielleicht... Das Bild ist jetzt nicht so schön, ne? Naja, vielleicht mag sie es ja. Ha! Ah ja, das ist der Sandstrand. Es hat sich aktualisiert. Guck mal, vielleicht können wir so besser malen. Ich übermale das mal eben. Sieht aber doof aus. Finde ich jetzt. Genau, das ist das Bild. Das nehmen wir jetzt einfach mal mit. Mal gucken, ob sie das mag. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das für sie malen sollte. Sie hat ja nur gesagt, dass sie diese Vögel gerne mag. Ach nee, warte mal. Ich sollte auch mal hier reingucken. Annika, eine Frau, die südlich des großen Baumes lebt, hat besonderes Interesse an einem Vogel mit einem bestimmten Ruf geäußert. Vielleicht ist es auch ein ganz anderer. Mal gucken. Das hat sich gar nicht aktualisiert, ne? Naja, vielleicht ist es auch ein anderer Vogel. Egal, dann übermalen wir es einfach. Ist ja auch egal. Ich habe Uno einen Sandstrand gemalt. Ich sollte ihm das Bild bringen. Genau. Damit er uns die Schnüre herstellt. So war das. Dann gehen wir auf jeden Fall zu Uno. Gehen wir wieder zurück. Oh Gott, ich muss immer gucken, wo ich lang muss. Ich bin immer ein bisschen überfordert damit. Ich glaube, quer fällt ein einfach irgendwie. So war das. Ich würde hier ganz ehrlich gerne in echt spazieren gehen. Das ist so schön. Auch dieser Sonnenschein dazu und der klare Himmel. Dieser blaue Himmel einfach. Wunderschön. Ich liebe es einfach am Wasser zu sein. Diese Geräusche. Einfach schön. Ganz entspannt. Einfach mal eben durch die Büsche hier. So gehe ich immer spazieren. Einfach durch die Büsche durch. Dann gehen wir jetzt erstmal zu Onur. Geben ihm das Bild.
Na, sitzt er hier? Ja. Er sitzt hier. What a lovely sandy beach you've painted. Would you be willing to give it away for the opportunity to learn? Ja, das machen wir auf jeden Fall. Ich mag es selbst sehr gerne. Ich meine, wenn ich sowas nochmal haben will, kann man das ja nochmal malen. Ich biete ihm das Bild auf jeden Fall an. Das habe ich für Onur gemalt und das kriegt er jetzt auch. This is splendid. It will be the prized piece of my sitting room. Now, here's how to make twine. Mind the plants underfoot. Steht das jetzt hier drin? Ach genau, das habe ich jetzt beendet. Nein. Moment. Wie komme ich denn darüber? Ach so. Und wo steht das jetzt? hier habe ich alles drin. Das ist mein Inventar, Ausrüstung, Getränke. Ich gehe jetzt einfach mal eben hier hin. Vielleicht reicht das, wenn ich jetzt einfach mit ihm spreche. Hello, good friends. Where have you left? Ja, Bojan, mein Floß kommt noch. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wo ich, wo ich das hier finde. Also, wo ich jetzt dieses Rezept finde. Hier, guck mal. Hier steht das. Das sind die Rezepte. Da muss man auch erstmal drauf kommen, dass das da steht. Dichtmasse. Auch wenn ein Fluss langsam ist und nur durch seichte Gewässer gesteuert werden kann, so handhabt es sich doch besser als andere Wassergefährte, wenn man stromaufwärts fahren will. Auf jeden Fall brauchen wir Schnur. Haben wir. Weißer Blütenbeutel, dann brauche ich noch zwei Stück und Dichtmasse. Ah, wie war das denn noch mit der Dichtmasse? Wo kriege ich die denn nochmal her? Oder wie stelle ich die her? Auf der anderen Seite gab es auf jeden Fall diese Blütenbeutel. Hier weiß ich gar nicht, habe ich noch keine gesehen. Auf dem Weg. Ich gehe jetzt einfach nochmal eben rüber. Ja, die waren ja immer mal wieder so hier zwischendrin. Ah, es ist morgens. 10 vor 11. Oh, wer sitzt hier denn? Den kenne ich gar nicht. There's nothing like a good book on a day such as this. Du hast es aber gemütlich. Actually, books are the perfect way to spend any day. Do you enjoy reading? Also ich lese gerne, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich komme da leider nicht immer so oft zu, aber ich lese gerne. I'm glad to hear that. Perhaps I can share my favorite books with you sometime. Gerne. My favorite books are the ones that inspire me to write myself. How about you? Das geht mir genauso. Gute Bücher inspirieren mich nicht. Ich schreibe nicht so gern. Das heißt, ich schreibe nicht so gern. Ich kann das, glaube ich, nicht so gut. Ich weiß es nicht. Ich finde die Antwortmöglichkeiten jetzt gar nicht so schön. Ich schreibe nicht so gerne. Das würde ich jetzt gar nicht sagen. Ich schreibe schon gerne, aber... Ja, ich mache es jetzt nicht so oft. Gute Bücher inspirieren mich nicht. Na, stimmt eigentlich auch nicht. Also ich finde schon, dass gute Bücher einen inspirieren können. Das auf jeden Fall. Ich sage einfach, das geht mir genauso. Wir Creatives, you're a writer, you're a painter. We've got to stay inspired. Best way I've found is to drink many, many cups of tea. Always gives me a boost. Speaking of writing, if you find any feathers around here, I'd happily buy them. I'm constantly losing my quills. I figure 3 should do it.
Was haben die eigentlich alle mit ihrem Tee? Also die Einwohner stehen hier voll auf Tee. Die fahren voll drauf ab. Ich bin ja eher der Kaffee-Junkie. Ich hätte lieber einen guten Kaffee, aber gut. Auf jeden Fall hat Yunus das sehr gemütlich hier. Finde ich echt schön. Er hat hier einfach so einen Teppich hingelegt und hat sich ein Kissen in den Rücken gesteckt und liest seine wunderschönen Bücher. Ich habe 3 Federn. Oh, wunderbar. Hopefully this is enough to last me a while. Thank you very much. Gerne. I do hate scouring the forest floor for these. If you find any more, I'll pay you one glowstone apiece. Is there something else? Genau, wir können ja auch noch mehr Federn verkaufen. Ich würde ihn jetzt noch mal ein bisschen interviewen, auf jeden Fall. Erstmal über Lindau. Lindau used to be right on the river, until a mudslide destroyed most of the town. After that, the townspeople relocated to the coast. Ja, mal gucken, was er zu Nava zu sagen hat. Many of the folk from old Lindau moved there after the mudslide. The library there is of a historic note. Oh, eine Bibliothek. Ah, da mag ich auch mal gerne. Bisschen rumstöbern. Architekt von Lindau. Ah, that would be Azad. A brilliant, brutally honest and highly misunderstood man. Undoubtedly too curt for his own good. Perhaps that's why many Lindau folk found it difficult to maintain amicable relations with him. Und zum verlassenen Turm. Mal gucken, ob er da irgendwas weiß, was genaueres. That building was part of the original town of Lindau. I've heard a ghost has taken up residence inside. If you're interested in an adventure, it's a lovely spot for a nighttime stroll. Okay, in der Nacht also. Ja, vielleicht können wir da auch mal mitten in der Nacht hin. Ist vielleicht gar keine schlechte Idee. That's where I live, when I'm not camping. My house was the only thing standing at the mudslide. Ach, dann gehört ihm das Haus, wo wir drin waren. Scheinbar. Da waren ja auch so viele Bücher. Warum ziehst du nicht nach Neulindau? Ich glaube, ich habe dein Haus gesehen. I'm certain you did. Did you manage to take a peek inside? Ja, der Vorhang war offen. Oh, good. I hope you found something to read that was of interest to you. Er freut sich erstmal, dass wir in seinem Haus waren. Ja, warum nicht, ne? That's where I live. Genau, ich wollte noch mal fragen, warum er nicht nach Neulindau zieht. Moving all those books just seems like too much trouble. Besides, what could be more fun than living in a ghost town? I'm certain you did. Did you manage to... Oh, good. I hope you found... So, das hatten wir ja schon. Ja, ich meine, er wohnt dann in einer Geisterstadt. Ich meine, dann hat er wenigstens seine Ruhe, ne? Hat auch seine Vorteile. Is there something else? Nein. Lebe wohl. Auch ein sehr netter... Eine sehr nette Eule. Aber er hat mich gerade abgelenkt. Ich hatte ja eigentlich was anderes vor. So schnell geht das. Ach, die habe ich ja schon abgelootet hier. Wir brauchen auf jeden Fall noch 2 Stück. Ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt hier finde, weil die meisten habe ich schon abgezuppelt. Hey. Guck mal, hier sind wieder Federn. Die können wir immer schön sammeln. Ja, die hatten wir ja auch schon gesehen, hier die anderen Eulen, aber die sagen nichts. Die wollen nicht mit uns sprechen. Die fühlen sich zu gut genug, als sich mit uns zu unterhalten. Na gut. Dann nicht. Pö. Ich bin gespannt, wo ich diese Dichtmasse herkriege. Hier, das soll ich, glaube ich, auch mitnehmen, ne? Kann man immer gut gebrauchen. Immer alles schön mitnehmen. Oh, ich liebe diese Musik. Traumhaft schön. Wundervoll. Da oben, guck mal. Ah, guck mal, da sind auch noch ganz viele. Ups. War hier auch was? Ja, da ist ein Ast. Ein Stock. Ein Stöckchen. Hier, dich nehme ich auch noch mit. Wie spät ist das? 11:30. 11:30. Gleich gibt es Mittagessen. Eine Ratte. Hey, komm her.
nicht. Es ist die Ratte. Wie dunkel es wird, ne? Oh, sieht auch schön aus. Na gut, ich will mal eben... Ach, ich muss immer überlegen, wie ich hier reinkomme. Eine Leinwand will ich jetzt nicht machen. Die Dichtmasse, wie kriege ich die denn jetzt? ja. Wie kriege ich die Dichtmasse jetzt? Ich weiß nicht, ob er das vorhin erzählt hat. Manchmal hört man ja auch nicht so zu. ich nehme erstmal die Feder mit. Auf jeden Fall haben wir jetzt die meisten Sachen schon. Wir brauchen nur noch die Dichtmasse. Das kriegen wir auch noch hin. Ich nehme einfach ein paar Blütenbeutel mehr mit. Ich finde, die sehen voll interessant aus. Ich mag die. Mensch, ich häng schon wieder fest. Na, kann nie schaden, ein paar mehr mitzunehmen. Der Himmel sieht wunderschön aus. Und ich weiß schon wieder nicht, wohin. Weil ich wieder die Orientierung verloren habe. Ja. Da. Da ist die Brücke. Und auf den Weg zu Onur würde ich sagen, beende ich jetzt den Part. Und ich hoffe, im nächsten Part können wir eventuell schon unser Floß bauen. Die Dichtmasse kriegen wir auch noch irgendwie hin. Und, ja. Oder hat er nicht gesagt, in seinem Haus ist irgendwie was? Ich gucke da gleich mal. Auf jeden Fall hoffe ich, dass es euch wieder gefallen hat. Schön, dass ihr dabei, mit dabei wart. Und ich hoffe, im nächsten Part seid ihr wieder mit dabei. Bis dahin sage ich ciao und auf Wiedersehen. Eure Inori Epi.